Passagier von United verlässt das Flugzeug während dem Taxi auf eine, nennen wir es, unorthodoxe Art und Weise. Des Weiteren wurde ich mal gefragt, was kostet ein Flug mit dem Flugzeug für eine Fluggesellschaft? Also zum Beispiel, was bezahlt Qantas, wenn sie von Sydney nach London fliegt mit einem A350? Das nächste Thema, was wir haben, ist Ticketdeal. Da geht es von Budapest nach Seoul mit der LOT. Damit wisst ihr ja schon, was es eigentlich ist, oder? Habe ich das schon gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Budapest. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch heute am heiligen Samstag wird es euch nicht anders ergehen wie sonst. Einfach unseren Battle-Anfragen des Abonnierbefehls nachzukommen. Abonniert den Kanal, damit wir 2000 diesen Monat schaffen und nächsten Monat 2500 als Ziel haben. Das ist das Ziel, was Mario mir gegeben hat. Wenn ich am 30.06. genau nicht 2500 Follower habe, dann will Mario, ich weiß gar nicht, er hat gar nicht mit Konsequenzen gedroht, aber ich glaube, das Wort Atomwaffe ist gefallen. Insofern werde ich mein Bestes tun, damit Goslar zufrieden ist. Und kommentiert trotzdem, macht die Glocke trotzdem an und vor allem ja, Like da lassen. Ja, aber so. Was könnte schon ein Atomschlag gegen dich anrichten? Wenn, dann muss man mit richtig harten Mitteln kommen und das wäre der Entzug sämtlicher Stati und nicht Status und Privilegien. Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Das wäre dann auch, glaube ich, nicht mit der UNO-Menschenrechtskonvention gedeckt. Ja, vor allem nicht im Tierschutzbund. Genau. Aber was, glaube ich, mit der UNO gedeckt ist, dass der BER-Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnimmt. Ja, ganz genau. Jetzt, ich muss gerade sehen, dass ich das falsch habe. Wir machen das andere Mikrofon. Jetzt solltest du mich auch besser verstehen, hoffentlich. Gerade festgestellt, dass wieder das falsche Mikro hinterlegt. Unglaublich, kaum verstellt man hier was, dann ist das auch so. Aber der Berliner Untersuchungsausschuss nimmt den BER quasi auf. Ist ja noch nicht mal Berlin, sondern ist in Potsdam, ist ja Brandenburg, weil Berlin hat ja keinen Flughafen. Der Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag möchte einfach zu dem Kostenanstieg und zu dem verspäteten Start von, wie viele Jahren war es, Mario? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war noch nicht geboren, als der Flughafen eröffnet werden sollte. Ja, auf jeden Fall. 5 Milliarden Euro mehr hat die Bude gekostet. Und man hat 167 Fragen, wobei die Fragen werden von dem stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Birgit Bessin am Freitag vor der konstituierenden Sitzung in Potsdam irgendwie gestellt. Ich muss mir das, du bist politisch versiert. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann so, bekennen Sie nun Farbe oder? Ja, sind einfach im parlamentarischen Alltag gibt es ja im Untersuchungsausschuss natürlich dann immer Fragenpakete von den jeweiligen Beteiligten, die dann die Betroffenen beantworten müssen. Ich bin ja auch mal gespannt, ob dann auch ehemalige Politiker dorthin zitiert werden. Ich meine, über ein solches Projekt, was eine solche Verzögerung hat, was so viel mehr gekostet hat, was, über Jahre die Schlagzeilen beherrscht hat, wo die ganze Welt über uns gelacht hat. Ich finde, da ist ein Untersuchungsausschuss sicherlich etwas, was dieses Debakel gerechtfertigterweise aufarbeiten muss. Also das geht gar nicht anders. Ich musste so lachen, weil ich hatte einen Kommentar irgendwo gelesen zu diesem Untersuchungsausschuss, wo jemand geschrieben hatte, ja, ob jemand auch geladen wird, der das zu verantworten hat. Aber aufgrund der langen Wartezeit ist da die natürliche Lösung leider gewesen. Das heißt, man kann sie gar nicht mehr davor zerren. Ist natürlich ein bisschen makaber, aber das trifft ja den Kern der Sache eigentlich, dass man heutzutage in der Politik genau das Dilemma hat, dass viele Leute einfach nicht mehr in Verantwortung sind, wenn Projekte, die sie angestoßen haben, fertiggestellt werden und eine Bahnstrecke aus diesem komischen Paket Einheit oder wie das ja hieß, 30 Jahre braucht, um sowas überhaupt zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Energiewende klappen soll. Der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler
Robert Habeck hat ja auch den Leuten Widerstand erklärt, die da irgendeinen Lustmolch oder wie die Tiere heißen, die man finden kann, wenn man irgendwo etwas an Trassen baut, haben wollen. Also ja. Insofern ist das schwierig. Wenn die berühmte Grünbauch-Unke irgendwo da rumhüpft, dann ist erstmal wieder Baustopp. Ne? Und das ist halt schwierig. Ja, so ein Lustmolch ist ja auch schwierig zu bekommen. Der muss wahrscheinlich in den Knast. Aber davon ganz abgesehen, was verspricht man sich von so einem Ausschuss? Ich meine, die können ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch nur feststellen, dass da mehr Geld ausgegeben wurde, dass es länger gedauert hat und dass alle doof waren. Also mehr wird da ja nicht rauskommen, wie immer, ne? Naja, gut. Also es ist natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit schon wichtig, dass man solche Dinge aufarbeitet und nicht alles unter den Tisch kehrt. Ich denke, da hat ja auch der Steuerzahler, der letztendlich den Flughafen ja quasi bezahlt hat, irgendwie auch ein Anrecht drauf zu sehen, wo es dann letztendlich gehakt hat. Und, das darf man natürlich auch nicht vergessen, so ein Untersuchungsausschuss ist natürlich auch mal Teil der politischen Auseinandersetzung. Da haben dann die Parteien, die immer in der Opposition sitzen oder zumindest saßen als diejenigen, die die Verantwortung getragen haben, so ein Projekt vorangebracht haben, natürlich immer ein bisschen Munition, was man dann gegen die jeweiligen Parteien liefern kann. Das kennen wir ja auch aus Untersuchungsausschüssen des Bundes. Also insofern ist Teil des politischen Geplänkels, aber natürlich auch etwas, wo die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse dran hat. Ja, wie gesagt, ich halte das einfach nur so für so ein politisches Spiel hin und her. Ich lasse mich einfach gerne überraschen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen hat und dass Projekte halt einfach schneller passieren. Man hat allerdings gesehen, dass das Terminal 2 natürlich wesentlich schneller gebaut worden ist, unabhängig davon, dass es ein Zweckbau ist. Also das heißt, da ist jetzt, ja, das Ding ist halt wie Achims, Baustoffhandel, der Bauladen, war das in Tegel. Also insofern ist das halt einfach so. Was auch einfach. Ihr könnt ja kommentieren. Kommentieren. Bevor wir weitermachen mit einem Thema, was Geld kostet, machen wir doch weiter mit einem Thema, was Geld kostet. Und zwar Qantas. Qantas hat das Projekt Sunrise nach oben geholt wieder und hat gegen alle Erwartungen, obwohl das Projekt ja auch mit der 787 getestet worden ist, 350 1000er Ultra Long Range dafür bestellt und hat auch sogar im Prinzip eine reine Boeing-Flotte, die sie ja fast hatten, wenn man die 330er und die 380er weglässt, das waren ja auch nicht so viele Flugzeuge, komplett auf Airbus umgeschwenkt. Man hat 220er genommen, man hat sogar die 321er XLR genommen. Das sind ja Flugzeuge, die man von Australien bis nach weit nach Asien schicken kann. Die Buden fliegen 7 Stunden. Gestern hatte ich euch ja auch erklärt, was das mit dem Rear Center Tank auf sich hat, wo das Problem liegt, warum die EASA da ein Problem hat, eigentlich vom Boeing aufgestachelt, aber nun gut, lustig, wie es ist. Nichtsdestotrotz hat man da dann jetzt wirklich einen kompletten Schwenk gemacht auf Airbus und jetzt fliegt man mit dem 350. Aber was kostet es, wenn man von Sydney nach London einmal durchfliegt? Damit man einfach mal so einen Überblick bekommt an Kosten, weil die Fluggesellschaften jammern ja immer rum, dass sie pro Sitzplatz eigentlich gar nichts verdienen. Wenn man jetzt sich das einfach mal anschaut, es ist ja eine Maschine, die hat eine Vier-Klassen-Konfiguration. Man hat eine Economy, eine Premium-Economy, man hat eine Business-Class und eine First-Class, die in meinen Augen seinesgleichen sucht im Moment. Swiss hat es schon, Singapore Airlines hat es auch ähnlich im 380er, aber für einen Narrowbody ist die ja einfach geil, oder Mario? Also da kannst du ja echt nicht meckern, oder? Also da wäre ich sehr gespannt drauf, damit tatsächlich mal zu fliegen. Das ist schon à la Bonheur, muss ich sagen. Ja, so und das Flugzeug hat also somit 161 Sitzplätze. Die Strecke, und die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sind 10.573 Meilen. Umgerechnet sind das 17.016 Kilometer. Also das ist, wenn man dem Umfang der Erde, wie viel, Herr Hoffmeister? Um die 44.000, glaube ich. So, damit bist du ja fast einmal halb um die Erde, um das zu sagen. Und wenn man dann einfach guckt, dass so eine Flugzeit, die ja geblockt ist, ungefähr bei 20 Stunden 30 Minuten,
was auch schon pervers ist, wenn man sich das anhört. Also ich meine, überleg mal, 20 Stunden bist du in der Bude. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, was es kostet, diesen Flug zu operaten. Und die Operation von diesem Flug ist einfach so, dass man sagt, dass dieser Roundtrip 560.000 US-Dollar ungefähr kostet. Das musst du mal, also du fliegst 20 Stunden ein bisschen in die eine Richtung, 20 Stunden in die andere Richtung und das Ding ist eine halbe Mio. Und ein bisschen. Ja. So. Und wenn man das dann durch 161 Sitzplätze teilt, dann muss man pro Sitzplatz 1.307 Euro schon US-Dollar nehmen, damit die überhaupt die Kosten reingeholt haben. Das ist natürlich das ein Riesenthema. Und on top gibt es natürlich noch Steuern. Also da kommt ja noch diese ganze Government-Scheiße drauf. Also das heißt, man weiß auch nicht, was an Spritkosten entsteht. Also dass die Hälfte der Kosten sind einfach Spritkosten. Und wenn der Sprit sich verteuert und man überlegt, dass man eine Viertelmillion an Sprit durchjagt, ne? Einmal voll tanken, ja, 125.000 Dollar, danke. Und dann fliegst du zurück, nochmal 125.000 Dollar, ne? Und der Spritpreis erhöht sich, dann könnt ihr ja einfach mal überlegen, alleine wenn der Spritpreis einfach nur 5% sich erhöht, ja, dann, damit man es einfach rechnen kann, dann wisst ihr, wie viel Geld das einfach ist, dass man da quasi 6.250 mehr bezahlt pro Strecke und damit kannst du ja dann ausrechnen, wie viel von diesen paar kaputten 1.300 Dollar die Leute dann bezahlen. Ja. So, und ja, geil, oder? Und wenn man sich das dann anguckt weiterhin, dann das Ganze kostet dann 200 und etwas Millionen pro Jahr, alleine um diese Strecke zu operieren. Ne? Das macht man sich ja gar nicht bewusst. Wer also verlangt, Lufthansa, flieg mal von Frankfurt nach Perth wieder wie früher oder nach Sydney, dann wissen wir, was Carsten Spohr erstmal aus der Schatulle rausnehmen muss, ohne dass er Profit macht. Weil man geht ja auch davon aus, dass die ersten Flüge erstmal sich nicht rentieren, auch wenn Fracht und so weiter dabei ist. Ne? Ja, also das sind schon enorme Kosten. Aber gut, da sind ja nun alle Kosten sozusagen inkludiert. Treibstoffkosten, Anschaffung und Abschreibung für den Flieger und alles. Aber das ist erstmal ein richtiger Batzen Geld, würde ich sagen. Und bei dem geplanten Flug von Australien mit Qantas haben wir ja ein paar mehr Passagiere, 238. Die müssen das dann in den vier Klassen quasi finanzieren. Und ich denke mal, Qantas möchte ja auch irgendwie zumindest einen kleinen Gewinn machen. Sicherlich ist diese Strecke auch prestigeträchtig und da gibt es sicherlich andere Strecken, insbesondere die Kurz- und Mittelstrecken, wo man sicherlich ein bisschen mehr Gewinn einfahren kann. Aber dauerhaft muss sich diese Strecke schon irgendwie selber rechnen. Man kann ja nicht dauernd Geld drauflegen. Das war ja auch damals, glaube ich, bei Singapore Airlines der Grund, warum man damals die Strecke eingestellt hat, den längsten Flug, weil halt damals ja, glaube ich, noch mit der A340, weil sich das einfach nicht gelohnt hat. Und jetzt mit den modernen Flugzeugen, die auch etwas weniger Sprit verbrauchen, geht das halt. Aber es ist schon eine Herausforderung. Und für mich als Passagier, als Vermeintlichen und für dich auch, du hast es ja gesagt, 20 Stunden, Junge, das kann selbst in der First Class eine echt lange Zeit werden. Ja, also ich meine, so viel kann man gar nicht essen. Finde ja auch gut, dass man da hinten für die Passagiere in der Premium Echo und Echo da quasi so eine Art, Fitnessbereich geschaffen hat, wo man sich dann da ein bisschen bewegen kann. Da muss man, glaube ich, auch. 20 Stunden. Also wir jammern manchmal über Flüge, die über 8-9 Stunden gehen und sagen, ganz schön lange dauert man, ganz schön kaputt. Aber echt noch mal mehr als das Doppelte. Das ist schon heftig. Und das ist auch der Grund, warum ich der tiefsten Überzeugung bin, dass zum Beispiel das Businessmodell von einer Emirates oder das Businessmodell von einer Qatar oder von einer Iran Air, wenn man mal Teheran irgendwann mal wirklich so ein Hub wird, wenn die Mullahs sich da nicht mehr in der Regierung befinden oder an der Macht befinden, dass Emirates ein Riesenproblem hat, weil die alle drüber hinwegfliegen.
Das ist einfach das, was jetzt passiert. Das heißt also, du fliegst mit den kleinen Flugzeugen drüber hinweg, du brauchst gar nicht mehr den Stopp wie früher. Das heißt also, du brauchst keinen Stopp mehr in Bangkok, in Dubai oder wo auch immer, um nach Australien zu kommen. Du fliegst einfach fucking durch. Und das ist ja geil. Und du, was andere ja auch nicht, die fliegen ja mit dem Sunrise-Projekt ja auch dann zum Beispiel von Sydney nach New York. Das also im Prinzip. Ja, eben. So, und dann überleg mal, wie viel die Distanz zwischen New York und England ist. Das heißt also, beziehungsweise London. Da ist ja nichts dazwischen. Das heißt, also, die fliegen eigentlich überall hin, wo sie hinkommen müssen, die Australier. Ja. Und natürlich kostet das wesentlich mehr Geld. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Fluggesellschaften sich das bezahlen lassen, dass man halt sich nicht 3, 4, 5, 6 Stunden die Füße in der Wüste oder in Bangkok oder in Singapur platt steht. Ne? Also das ist halt das Dilemma. Ja, das ist ja auch ein Riesenvorteil für den Flug. Also ich meine, die Reise dahin ist so schon unfassbar lang und mit dem Zwischenstopp. Und ich kenne viele Leute, wenn die da privat geflogen sind, sind die da mal noch einen Tag in Singapur geblieben. Weil das ist ja schon ein Langstreckenflug. Da waren die Leute fertig und dann haben die dann einen Tag ausgeruht und sind am nächsten Tag weiter geflogen. Für Geschäftsleute ist das meist etwas schwierig. Ne? Und insofern ist natürlich so ein Direktflug schon eine ziemlich coole Sache. Und wenn die Qantas tatsächlich auch einfach nach Frankfurt fliegt und England, Paris da und dann auf der anderen Seite nach New York, da ist man ja sozusagen überall an den großen Hubs oder Hubs vertreten. Das bringt Australien im wahrsten Sinne des Wortes näher an den Rest der Welt. Ich glaube ganz einfach auch, was natürlich dem einen oder anderen da durch den Kopf geht, ist, wenn man 20 Stunden im Flugzeug sitzt, dass man auch gerne aussteigen möchte. Dieses Thema hatte ein Passagier, als er auf der United und die Flugnummer ist die 2478 von San Diego, also im Süden von Kalifornien, mexikanische Grenze, Tijuana und so, ihr wisst, TJ, kennt ja jeder, nach Chicago wollte. Er hat einfach nach der Landung die Notausgangstüre aufgemacht und ist dann aus der Bude ausgestiegen. Also da fragt man sich, was geht bei manchen Leuten in den Kopf vor, ja. Weil das ist voll gefährlich. Ich meine, je nach Fluggesellschaft, zum Beispiel eine Procedure ist ja dann, wenn eine Notausgangstür aufgeht, dass die Triebwerke abgestellt werden müssen und direkt ein Vollstopp kommt. Weil das Problem ist halt einfach, wenn du so in so einen Abgasstrahl reinkommst, das ist nicht schön. Und wenn du vorne reinfällst, was ein bisschen schwieriger ist, weil die Triebwerke ja nachher abgewinkelt sind nach unten, dann wirst du halt geschreddert. Alles schon passiert. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie kommt man auf so eine Idee? Ich weiß es nicht, zumal, gut, bei der Boeing 737 ist es nicht ganz so hoch, aber die Flügel haben ja auch eine gewisse Höhe. Also da dann, und der ist ja nicht auf dem Flügel geblieben, der ist ja dann irgendwie auch runter. Das ist ja auch irgendwie schon, also neben der Verletzungsgefahr, ziemlich strange, dann auf dem Flughafen rumzurennen, wo gerade und auch insbesondere in den USA weiß, dass die Sicherheitsbehörden sowas gar nicht so wirklich witzig finden. Aber das war ja scheinbar auch nicht der Einzige, der sowas schon mal probiert hat. Also insofern, ab und zu dreht einer mal irgendwie am Rad. Manche machen es vielleicht auch aus Versehen, völlig verwirrt, machen die Tür auf und gehen raus und merken dann, ups, das ist vielleicht denn doch nicht ganz der richtige Ausgang. Keine Ahnung, vielleicht vorher schlecht geträumt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen, lass das lieber sein. Lass das besser sein. Also der eine Fall war ja in Kiew in 2020, wo die Dame ja samt Wasserflasche und Tasche rausgegangen ist. Anscheinend hat es geregnet oder irgendwas, wie auch immer. Sie ist auch wieder zurück reingegangen ins Flugzeug, also komplett Banane. Und die andere Thematik war gewesen, dass es natürlich auch andersrum geht. In Vegas war es so, dass jemand sich auf die Fläche begeben hat und da dann drauf rumgetanzt hat. Aber den Kollegen hat man ja auch gefangen genommen. Und ich glaube, dass da, ja, also auch geistige Verwirrtheit nicht unbedingt wirklich, wirklich Entschuldigung ist. Ich weiß es nicht, was sagt man dazu? Ja, kommentiert unten, wann ihr das Gefühl habt, ihr müsstet einfach am Notausgang auch mal aussteigen und auf den Balkon gehen, Raucherpause machen. Ich weiß es nicht, was einem da durch den Kopf geht. Vielleicht habt ihr ja dazu einen Grund, der das Ganze legitimiert oder einem erklärt.
ein Thema, warum man fliegen möchte, ist natürlich auch, weil der Preis zu geil ist, um nicht zu fliegen. Und das ist in dem Fall bei unserem Ticketdeal der LOT Business Flug von Budapest nach Seoul. Das ist ja ein Flug, der sehr oft auch preislich anregend ist, mit 1400 Euro so in der Drehe, wie der Ossi sagt. Hätte ich fast gesagt, darf ich das sagen? Der Ossi sagt, ist das rassistisch? Nee, ne? Ich weiß aber gar nicht, ob der das so sagt, aber gut. Dieser, also mein Kumpel aus dem Osten, der sagt in der Dreh, aber Berliner sagen es auch. Also in dem Bereich um. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so sage. Ich habe hier eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber nur nichtsdestotrotz kann man von Budapest nach Seoul fliegen in der 787 im Dreamliner in einem sehr rustikalen, robusten Produkt. Da gibt es natürlich dann auch keine Vibrationen im Bereich des Luxus. Man hat allerdings keinen Füßesitz bei der Lufthansa, sondern man hat schön Platz. Also ich finde, er ist Platz. Vom Platz her ist er wunderbar. Vom Service her sind sie halt polnisch robust. Das ist halt nett. Also ich finde das gar nicht mehr schlecht. Also es ist jetzt nichts Aufregendes. Aber wie gesagt, wenn man sich das mal das Ganze anguckt, ist das natürlich ein diskontierter Business-Class-Preis. Und da gibt es von den Meilen her nur die einfachen 100% Meilen. Wer von euch war schon auf dem Flug? Ich habe einen ganz im Sinn, der da war. Der kann uns ja auch berichten, wie es war. Ansonsten kommentiert unten auch wieder nach der Folge. Mario, fliegen wir nach Korea? Haben wir was? Kimchi essen ein bisschen? Oder so? Ja, Seoul ist ja immer mal nach Preise wert. Vielleicht irgendwie die neueste Elektronik einstreichen. Ich weiß es nicht. Bei Herrn Samsung vorbeigucken, was ja übrigens, glaube ich, 3 Monde heißt, natürlich, wenn man das richtig im Kopf hat. Aber ich bin kein Samsung-Fan, ich bin Apfeljünger, so wie du ja eigentlich auch. Ja, ja. Das ist richtig. Aber der Apfel hat leider noch keinen Fernseher. Das ist richtig. Macht es so, wie andere Leute das auch machen, kommentiert unten einfach. Ich habe hier auch einen Live-Kommentar, den ich gerade beantworte. Da können wir dann einfach auf eure Fragen eingehen. Es werden auch intimere Fragen gestellt, wie gerade hier, wie machst du es, dass du so viel fliegst? Im Regelfall Ticket kaufen und los. Ne? In den Flieger gehen, sich da reinsetzen. Nein, das ist jetzt die freche Antwort. Aber auch darauf wird es eine Antwort geben. Nein. Deshalb schreibt einfach unten eure Fragen hin, egal welche Art. Wir versuchen alles zu beantworten. Und danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff an dem heiligen Samstag. Und ich kann es nochmal wiederholen. Abonnieren, Glocke an, ein Like dalassen und, ich sag's nochmal, kommentieren. Dann danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir geben ein Tschüss. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Drück das mal weg.